Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, Mr. Mike. Heute mal wieder ein kleines NBA-Video, weil ich wirklich einen krassen Flashback habe zu dieser Verletzung von Ja Morant. Alter, oh mein Gott. Böse umgeknickt und wie ist es so leicht, so schnell passiert. Er ist wirklich mit dem Fuß auf dem Fuß eines Gegenspielers gelandet und dann in der Landung umgeknickt und dann natürlich konnte er sich nicht mehr halten und bam, voll umgeknickt. Genauso wie es mir jetzt ja vor 6 Wochen passiert und ich sag's euch, das ist so unglaublich schnell passiert beim Basketball vor allem. Ey, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und so wie es mir jetzt passiert ist, 38 Jahre alt, das erste Mal wirklich so krass passiert, dass ich jetzt wirklich 6 Wochen außer Funktion bin. Ne? Ich kann schon wieder normal gehen, Schmerz wird weniger, nicht ganz zu kontrollieren. Und was auch sehr wichtig ist natürlich, kein Körper ist gleich. Kein Fuß ist gleich, keine Bänder sind gleich, keine Knochen sind gleich. Der Winkel, wie du landest, die Geschwindigkeit, die Höhe, wie kräftig du bist, ob du ein Dünner bist, ein Fettsack, alles. Alles Faktoren, die du nicht mit einberechnen kannst, wenn du umknickst. Ne? Was bei so einer Landung alles passieren kann. Ne? Du kannst dir was brechen, splittern, Knorpelschaden, ne? Was ich jetzt auch habe. Ich muss nochmal zum MRT, um zu checken, ob es jetzt von alleine verheilt worden ist. Ein Profi natürlich hat natürlich die allerbeste Versorgung, was es so gibt. Ne? Fachkräfte, Spezialisten, an die kommen wir Sterblichen, Normalsterblichen ja gar nicht ran, verstehst du? Das ist ja, wir müssen die Ärzte nehmen, die wir so zur Verfügung haben. Ne? Wir haben natürlich auch schon ein bisschen Auswahl, aber wem vertraust du? Gell? Aber hier, in diesem Bereich, an das Level, wenn die nicht mehr heil werden, werden es wir mit Sicherheit auch nicht, wenn wir die gleichen Möglichkeiten hätten als die Jungs. Ne? LeBron James zum Beispiel, auch immer so ein Ding, der steckt pro Jahr angeblich an die 1 Million Dollar in seinen Körper, in die Regeneration. Ey, das ist ein anderes Level, verstehst du? Klar, dass der dann noch länger mithalten kann und so. Das haben wir Amateure nicht. Wir Amateure müssen natürlich noch, wenn es so ist, 40 Stunden in der Woche arbeiten. Und dann schau mal, wo du noch restliche Zeit hast, um irgendwas anderes zu machen. Das ist, ja Mann. Ich sage jetzt mal, so vom ersten Blick, ja, böse verletzt, er ist mit Sicherheit 1 bis 2 Monate draußen, denke ich mal. Bis jetzt heißt es nur verstaucht. Ich habe auch schon ein paar Berichte gesehen. Er war schon beim Röntgen und so. Nichts passiert, nichts gebrochen zum Glück. Sehr gut. Also daher schon nochmal glimpfig verlaufen. Aber trotzdem natürlich, ey, was dabei alles passieren kann. Und auch so als Basketballer, wenn du ein Baller bist, regelmäßig spielst, aktiv und auch vor allem immer 100% gibst. Ey, du bist nicht davor gewappnet. Gewappnet. Ja, dieses beschissene Wort. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls, passt auf euch auf, seid immer glücklich, gesegnet, wenn ihr wirklich ein Spiel habt, 2 Stunden draußen wart, 4 Stunden draußen wart, gezockt habt, wie Verrückte, alles gegeben habt und dann am Ende des Tages, am Abend, kommt nach Hause und seid echt unverletzt und alles ist gut. Da musste man eigentlich jedes Mal, kurz mal, ganz kurz wenigstens mal Danke sagen, hey, gut gelaufen. Aber ich kenne es ja von mir aus, das ist einfach, es ist halt so. Da hat man nicht wirklich Wertschätzung. Erst wenn es dich mal böse erwischt hat, dann kannst du sagen, ja fuck, Alter, so schnell kann es gehen? Wusste ich jetzt nicht. Weißt du, das musst du eigentlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Obwohl, wenn du sowas im Hinterkopf behältst, nimmst du dich vielleicht auch ein bisschen zurück und denkst, ah, ich muss ein bisschen vorsichtiger machen. Und das ist ja das einfach beim Basketball. Dieses 110% geben, die ganze Zeit springen, hüpfen, den Gegner versuchen zu blocken, auch mal in die Zone zu ziehen, wo einfach viel los ist. Du springst in den Haufen Verteidiger rein, ne? Landest und dann auch wirklich safe zu landen. Diese Situationen kannst du gar nicht immer so wirklich richtig abwägen, dass da jetzt nicht mal ein anderer Fuß im Weg steht und du landest schief und verreißt dir was und landest einfach beschissen und schon hast du dir irgendwas gerissen, was weiß ich. Und schon hast du Folgen für Monate, Jahre vielleicht auch Karriere beendet. Ne? Du weißt ja nie, wie es passiert, vielleicht auch aufs Knie geht. Es sind echt böse Sachen schon passiert und das ist einfach, Basketball ist so in der Art und Weise einfach auch wirklich schon auch ein gefährlicher Sport, ne? Kommt drauf an, wie du ihn betreibst. Langsame Menschen, die eh nicht springen müssen, weil sie vielleicht auch 2,20 Meter sind, haben vielleicht auch nicht so das hohe Verletzungsrisiko wie kleinere Spieler, die einfach wendiger sind, schneller unterwegs sind und höher springen müssen. Das ist einfach, ja, kannst du nicht so wirklich abwägen, verstehst du? Daher, ja, Ja Morant,
Ja, Morant, ich bin guter Dinge, dass er auf jeden Fall wiederkommt, aber das ist auch so ein Ding, du brauchst auf jeden Fall deine Zeit. Vor allem, weil wieder diese Kopfsache, was ich jetzt vor allem lange haben werde, diesen Sommer, dieses Jahr 2021, was jetzt kommen wird. Ja, ich werde auf jeden Fall vom Gas gehen und erstmal ganz, ganz ruhig anfangen, alleine schon vom Kopf her. Der wird mich abbremsen, wenn ich denke, okay, fuck, mach lieber deinen Punkt. Jetzt, wenn du einen Angreifer hast, der macht einen easy Layup, du denkst dir vom Kopf, ja Mann, ey, den blocke ich jetzt weg. Andererseits denkst du, ah, fuck, ah, ich habe jetzt eher Angst, dass ich hochsteige, um den zu blocken, weil ich habe Angst, wieder scheiße zu landen, um mich wieder zu verletzen. Verstehst du? Also die Anfangszeit nimmst du dich auf jeden Fall zurück. Das ist so ein Kopfding, würde ich sagen. Ne? Also du bist wirklich so ein Kamikaze-Killer. So ein Samurai-Klon oder was weiß ich, der wo einfach denkt, nee Mann, ich spiele hier fürs, ich lebe hier fürs Spielen. Wenn ich mich zurücknehme, kann ich zum Basketball spielen aufhören. Für das gibt es auch solche Leute. Aber umso älter du wirst auch, wirst sowieso auch automatisch langsamer. Das ist dann so ein Teufelskreis, würde ich sagen. Ja Mann, gewappnet, gewappnet, gewappnet. Feedback dafür geben, Feedback für alles Mögliche. Ja Morant, ja Mann, der kommt auf jeden Fall wieder, auf jeden Fall. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt mal ein bisschen Pause und chillen. Ist nicht ganz so böse, wie es ausschaut. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.